Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Ocarina of Time und Majora's Mask Combo Randomizer. Es geht wieder weiter. Im letzten Part haben wir den Dämmerwald-Tempel abgeschlossen, sind jetzt hier beim Butler im Rennen und haben schon im Rennen jetzt beim letzten Part den Enterhaken gefunden, der als random Rubin da rumstand. Richtig geil, ich freue mich. So, wir werden jetzt die anderen Dinger da auch noch einsammeln und das Rennen gewinnen. Das heißt, wir kriegen noch mal ein paar Items, also ein Schlüssel und ein Skulti-Symbol lagen da, glaube ich, noch rum. Und dann bekommen wir natürlich noch das Item allgemein für den Win gegen ihn. Und dann können wir halt ins Skulti-Haus rein. Leute, das ist so geil. Einfach nochmal 30 Items on top, die da gerandomized sind. Das wird so der Hammer. So, und das geht jetzt auch relativ schnell hier. Ich muss nur gucken, ob ich jetzt Skulti-Symbol und Schlüssel in einem Rush bekommen. Das müssen wir jetzt sehen. So, haben wir das schon mal. Ja. Also normalerweise ist das ja eine Abkürzung. So, okay. Schlüssel. Im Waldtempel geht es auch ein bisschen weiter, wenn wir wollen. Cool. Ich meine, es ist jetzt nichts, was wir erstmal brauchen. Weil am besten wäre es natürlich, wir kriegen irgendwas, wo wir komplett was abschließen können. So, haben wir irgendwo nochmal die... Ja, hier, guck mal. Nein! So, boah, ja! So, Skulti-Symbol. Alter, hier gibt es nochmal so viele... Und nochmal einen Schlüssel, habt ihr das gesehen? Zwei Schlüssel sogar. Und was haben wir hier? Ah, die Prelude of Light, cool. Endlich können wir uns porten. Oh, schön. Das ist auch ein schönes Item. So, dann haben wir den fünften Schlüssel für den Spirit Temple. Das heißt, den können wir komplett erstmal abschließen. Bis auf den Boss. Und den Snowhead Temple Nummer 3. Snowhead, Snowhead, Snowhead. Da habe ich schon 3 eingetragen. Okay, alles klar. Shit, aber wir müssen es jetzt nochmal machen. Das schaffe ich nicht mehr. Schade. Aber gut, ich wollte auch die ganzen Items, ne? Ich meine, dafür hat es sich ja gelohnt. Boah, gutes Rennen, Leute. Gutes Rennen. Also so viele Schlüssel und geile Items hätte ich jetzt hier tatsächlich nicht erwartet. Ich hätte jetzt gedacht, ja, kriegst jetzt halt die Belohnung, wenn du das Rennen gewinnst, ne? Aber dass wir jetzt hier einen Enterhaken bekommen, 12 Millionen Schlüssel, sogar noch einen Song, hätte ich jetzt tatsächlich... Ich wusste halt nicht, da ich ja noch nie so wirklich einen Randomizer gespielt habe bei Majora's Mask, wo auch noch die Rubine vertauscht waren, ja, wusste ich halt einfach gar nicht, wie viele hier so vertauscht sind, was hier zu holen ist. Aber ja, es gibt hier echt sehr viel zu holen. Sehr, sehr gut. Ist halt ähnlich wie das Rennen gegen Boris. Da haben wir auch relativ viel Stuff, was gerandomized ist, was zu holen gilt. Und ganz ehrlich, wenn wir das jetzt so hier machen, also sind wir ja sowas von in Vorteil. Geil, so viele Vorteile rausgeschlagen. So. Ich glaube, jetzt ist es auch nicht mehr so viel. Oh, wir müssen trotzdem nochmal überall reingucken. Ah, guck mal, ja. Noch ein Skulti-Symbol. Herzpiece. Ein paar Bomben gibt es hier noch. Habe ich jetzt alles? Oh, shit. Wo ist denn da jetzt die Tür zugegangen? Haben wir alles? Kacke. Ah, ja, du weißt es halt nicht, ne? Ich will halt alles mitnehmen. Ich weiß nicht, wie oft wir das jetzt noch spielen müssen. Scheiße. Ja, aber müssen wir halt machen. Das war jetzt ein Herzteil. Was war das noch? Boah, ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich glaube, ein Herzteil und noch ein Skulti-Symbol. I'm not sure. Ich fände es halt ganz cool, wenn du dich hier ein bisschen ruhiger umsehen könntest. Ich meine, die haben ja dieses große Level auch generiert. Warum soll man sich da nicht mal in Ruhe umsehen dürfen? Hm? Würdet ihr hier die Abkürzung nehmen, Leute? Ich bin da ganz ehrlich, das ist zwar ganz cool, du kriegst 20 Rubine und es geht auch schneller, aber ganz ehrlich, da hüpfst du ja so easy runter.
Da bin ich eher der Meinung, man sollte das lassen. Ach, scheiße. Oh nein! Komm schon. So, keine Ahnung, wie oft wir das jetzt noch spielen müssen hier. Haben wir noch den Mittelweg? Ach so, okay, das ist gar nichts. Verstehe. Gut, dann haben wir ja alles. Gibt's hier noch was? Shit. Ich glaube, da hätte ich jetzt dranbleiben müssen. Okay, wir haben es trotzdem hinbekommen. Easy. Und dann haben wir es jetzt auch geschafft, glaube ich. Ich glaube, jetzt sollte nichts mehr kommen. Großartig. Sagte er. Und kriegt einen Stein in die Fresse. Okay, was haben wir hier oben noch? Nichts weiter. Okay. Let's go. Okay, okay, okay. Ich muss mir alles angucken, Leute. Ich habe keine Ahnung, wo hier die Rubine sind. Okay. Hier sind auch keine mehr. I guess. Ja, da bin ich echt froh, dass ich die Hasenohren habe, ne? Mit den Hasenohren ist das halt auch leichter zu machen. Scheiße. Das Geld. Geil, wie ich den Rupor ausgelassen habe. Nice. Ja, Don Geros Maske. Ah, und noch ein Schlüssel. Crate Bay. Ey, cool. Crate Bay, warte mal. Hier, das ist doch der einzige, ne? Ja. Das heißt, wir können den auch komplett machen, den Dungeon. Oh, ist das gut. Geilo. So. Was kriegen wir denn noch Schönes von dir? Eine Fee. Ja, gut. Brauchen wir ja auch nicht weiter, ne? Achso, Tür geht zu, alles klar. Gut, nice. Also wir haben die Maske, wir haben den Schlüssel für Crate Bay. Wir können Crate Bay jetzt auch komplett abschließen. Wir haben alle Items dafür. Das heißt, wir könnten theoretisch direkt in den nächsten Dungeon rein. Ach cool, dass wir wieder hier rauskommen. Oder ist das cool? Nee, das ist nicht cool. Das ist gar nicht cool. Menno. Boah, Leute. Geil, ich freue mich so. Ist so gut. Ich würde sagen, wir checken erstmal das Gulti-Haus aus. Am Strand. Oder? Also ich wäre jetzt dafür. Ja, 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 ja. Ich denke ja. Komme ich da mit dem Deko weit? Ich weiß es nicht. Diddle. Na, hier ist Ende im Gelände. Oh. Nein, das war dumm. Ich wollte eigentlich so während des Sprungs die Maske wechseln. Ach, Leute, ist das geil. Wie krass, ey. Wie krass, wie krass, wie krass. Richtig gut Items bekommen, ey. Ja, wie gesagt, wir könnten das jetzt mit Don Gero machen, aber... Ich glaube, das machen wir später. Oder was sagt ihr? Wir müssen da sowieso in den anderen Tempel noch rein. Ich weiß gar nicht. Das ist ja gefühlt jeder Tempel einmal, ne? Das ist ja der Woodfall-Tempel, da gibt es einen Frosch drinne. Im Big Hibernia-Tempel, den musst du komplett abschließen, damit du dann die anderen Frösche da ansprechen kannst. Dann im Wassertempel gibt es auch nochmal. Gibt es auch nochmal welche? Ich hole hier nochmal kurz das Goodie-Symbol ab bei Tingle. Dann ist das auch weg. Ja, es ist schon viel, finde ich. Und dann überall, wo es halt noch Frösche gibt. Zack. Nummer 24. Da fehlen nur 6 Stück, Leute. Ist nicht schlecht, finde ich. Wir haben schon gut was gefunden. Bin begeistert. Okay. Herzchen einsacken. Und dann auf zum Strand wieder. Ich hätte es ganz cool gefunden, wenn wir auch beim Strand wieder rausgekommen wären. Aber naja, so konnte ich wenigstens das Goldie-Symbol noch mitnehmen.
Ich beschwer mich mal nicht. Ich habe gerade eine Frage. Gibt es... Wir haben doch irgendwo den Brief von der Mutter. Das hier. Kann man den nicht auch im Briefkasten einwerfen und man bekommt dann irgendwie ein Herzteil oder so? Und einmal muss man ihn persönlich geben und dann bekommt man ein Herzteil. Ist das nicht irgendwie so, dass man das eigentlich zweimal machen muss? Ich will es kurz mal ausprobieren, bevor wir dann in den Skulltula-Wahnsinn wechseln. So, ich muss ansprechen, ne? Mal hier. Please take pretty mail to the post office. Ach so. Ah, das muss ich nachts irgendwann machen, ne? Muss ich das jetzt machen oder muss ich das in der... Ich gehe mal ganz kurz gucken. Ich weiß es auch. Ne, den haben wir noch gar nicht gefunden, ne? Den Postmann. Ne, den Postmann haben wir, glaube ich, noch nicht gefunden. Oder doch? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Oh Gott. Ja, stimmt, das muss ich dem Postmann geben. Okay, dann vergesst das erstmal. Haben wir den Postmann schon gefunden? Ich glaube nicht. Egal. Wir gehen jetzt erstmal ins Skulltula-Haus, danach Crate Bay Dungeon. Da haben wir erstmal viel zu holen. Viele Schätze. Ich hoffe, wir bekommen endlich mal die Feenmaske irgendwann. Das wäre schon ziemlich cool. Weil dann können wir halt auch noch mal in die anderen Dungeon rein. Können die ordentlich machen. Was mache ich da eigentlich? So. Und können da uns alle Feen schnabulieren. Das Schöne ist ja, wir können die einfach behalten. Die gehen auch nicht mehr weg. Das ist wirklich toll. Das finde ich echt schön gemacht an diesem Randomizer. I like it. Okay, dann, wir gehen rein. The next round. Und das bedeutet Skulltula-Haus. Ich freue mich so, Leute. Alter, ja, das wird so gut. So, er ist tot hier, der Arme. Aber wir können jetzt auch da hoch, ne? Wo die Biber normalerweise sind. Wir können jetzt echt ein paar schöne Sachen machen mit dem Enterhaken. Eieieiei. So. Zack. Ja, okay. Dann das. Die Maske setzen wir mal kurz ab. Und da holen wir noch Feuerpfeile hinzu. Chaka. Miau. So, hier sind keine, ne? Nee. Gib mal hier direkt ein bisschen Mana vielleicht auch? Nö. Mana darfst du nicht haben. Okay, danke schön. Cool. So, dann geht's nämlich hier oben direkt los, ne? Zack. Und dann direkt die erste Skulli, Leute. Mit einem geilen Herzteil. Ja. Manu. Dö. Da brauche ich ja wieder Käfer eigentlich, oder? Brauche ich ja wieder Käfer? Ist das hier auch so? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, hier hat das nichts mit Käfern zu tun. Okay, wo haben wir denn noch was? Dö. Da oben in den Nischen war auf jeden Fall ordentlich was drin. Da auch. Was ist das? Claim Check, das ist das hier, ne? Ja. Das muss ich nochmal dem Gron geben. Stimmt. Muss man das hier auch anzünden? Ich hol mal kurz einfach mal einen Feuerstab. Du. Fackel das hier mal weg. Hä? Okay.
Und guck mal, ob ich das da hinten auch wegfackeln kann. Ja, das geht auch. Und dann... Jawohl. So, das noch hier. Okay, das ist die Gerudo-Maske. Für Ocarina of Time. Sinnloses Random-Item, okay. Okay, da oben haben wir auch noch einer. Zack. Aha. So, jetzt aber. Das ist normales Skulptula-Token Nummer 70 schon. Geil. Aber da oben in den Nischen ist doch aber auch irgendwo was drin gewesen. Ich erinnere mich. So, warte mal. Ist da nichts drin? Hallo? Scheinbar nicht, ne? Ich sehe nichts. Okay, gut. Dann lassen wir das erstmal so. Bisschen Mana finde ich gut. Hi, Kumpel. Ich glaube, das müssen wir auch erstmal wegfackeln. Nix drin? War nur Scam. Okay. Haben wir hier noch einer? Hey! Die Socke. Noch ein Skulptura-Token Nummer 71. Wenn wir da echt alle zusammenkriegen, ich bin gespannt. So. Ja, genau. So. Da gibt's einen fetten Huni. Ich habe aufgehört zu zählen. Ich glaube, das war ein Fehler. Oder? Bin mir noch nicht ganz sicher. Also hier gibt's auf jeden Fall noch genug. Ich höre auf jeden Fall noch ordentlich was. Da oben ist auch eine drinne. Der hat eine schöne Milch für uns, ja. Da oben ist aber auch noch einer. Okay, ein Herzchen. Ich glaube, das war's hier, oder? Ich höre zumindest nichts mehr. Okay, cool. Okay, hier mal wieder ordentlich was zu holen bestimmt. Ah, hier kann man sogar die Bilder runterschießen, ne? Zack. Genau, ich erinnere mich. Oh, you got a fish. Wonderful. Wenn ihr auch schon immer einen Fisch haben wolltet, dann guckt euch doch mal dieses Ocarina of Time Let's Play an. Und du? Den hier noch nach drüben, oder was? Jo. Okay. Oh, ein größerer Köcher für Majora's Mask. Kann ich das einfach so machen? Ja. Biggest Quiver. Okay, das ist das hier. Ah ne, das war ja... ups. So. Ocarina of Time weiß ich gerade gar nicht, ob wir da schon irgendwas Biggeres haben. It doesn't know. I really know. Verstehen! Ah, Rupor. Naja. Nehmen wir mit. So, da hinten haben wir auch einen. Boah, der geht aber weit. Noch ein Rupor. Dankeschön. Für nix. Zum Glück sind die nicht so krass, die Rupor-Rubine. Zack. Du.
Okay, da scheint auch noch was drin zu sein. Ne, hier. Zack. So. Noch ein Skulli-Symbol. Haben wir jetzt bisher irgendwas ganz krasses bekommen? Ne, eigentlich nicht, ne? So, dahinter ist bestimmt auch noch was. Hört sich zumindest so an, als ob man den auch verschieben kann hier. Oder da ist ein Loch. Okay, kann ich schieben. Alles klar. Sogar zwei Stück. Yay. Aber ist das jetzt... Ist das jetzt das Update? Wahrscheinlich, ne? Und als nächstes finde ich dann den Spiegelschild? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das so. Ihr hattet mir das ja nochmal erklärt. So, jetzt haben wir Silent hier, ne? Das müsste es gewesen sein erstmal. Hört sich zumindest so an, als ob es das war. Ich glaube, die Typen hier geben mir noch Tipps, wie man das finale Rätsel noch lösen kann. Aber naja, das kriegen wir auch so hin. Ich weiß, es war so ein Try and Error. Die zwei Räume sollten erstmal abgeschlossen sein. Und jetzt gehen wir in die finalen Räume im nächsten Part, liebe Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Ich hoffe, wir bekommen noch ein paar schöne Items. Ich meine, ansonsten haben wir auch immer noch den Great Bay Dungeon als Alternative, den wir auch jetzt komplett machen können und noch ein paar andere Sachen, die wir bestimmt auch mit dem Enterhaken holen können. Okay, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken und kommentieren. Euer Zelda-Junge. Tschüssi.